So, welcome back, meine Freunde. Wie im letzten Part gesagt, werden wir jetzt gegen unseren Rivalen antreten. Was, TK? Was für eine Überraschung. Du bist also auch auf dem Weg zur Pokémon Liga, ja? Du besitzt auch alle Orden? Du bist cool. Ja, ich bin cool, ich weiß. So, Punk, wollen wir mal sehen. Pokémon Online bist du der Champ von uns beiden. Aber hier, im normalen Ingame von Feuerrot, bin ich, glaube ich, etwas im Vorteil. Und holy shit, sind seine Pokémon auf dem hohen Level, Alter. Das wird hart. Das wird hart, ey. Das wird richtig hart. Das wird hart. Das wird härter als hart. Das wird stahlhart. Ach was. Okay, ich sehe schon. Training ist nochmal vonnöten. Und zwar richtig. Bisaflor, komm. Bam. Warte, was hat er als Starter? Glumanda. Also Glurak, okay. Dürfte auch kein Problem werden. Fauna-Statue! Ich mag die Attacke langsam. Ich glaube, die kann noch mal einigermaßen mein Leben retten. Also nicht leben, aber... Es kann kampfentscheidend sein. So. Ein Simsala. Was holen wir da rein? Was holen wir da rein? Was holen wir da rein? Unsere Pole-Ente. Die Pole-Position. Pole-Ente. Ist wieder Henry jetzt wieder gefallen. So. Ja, Simsala wird schneller sein. Ist es auch? Gedankengut? Nicht schlecht. Macht mir etwas Angst. Aber gut. Nach diesem Schwerttanz dürfte Porenta in der Lage sein, dieses Simsala mit einem Schlitzer zu one-hitten. Schlitzer und... Ich wusste es, macht sie ja. Ich wusste es. Jedes verdammte Psycho-Pokémon, das sie ja drauf hat, macht es spätestens im zweiten zu. Ich sag doch, One-Hit-KO. So, was hat er jetzt? Oh wei. Wei, oh wei, oh wei. Ja, schicken wir mal Dragonier nach vorne. Dragonier hat schon lange nichts mehr gemacht. Mein Hals fängt schon wieder an zu kratzen. Ich flippe aus. So, Punk, eine Frage. Was willst du mit einem Owei? Hast du da einen bestimmten Plan oder ist es just for fun oder was hast du dir dabei gedacht? So, Windhose macht bisschen Damage. Ja, Stachelspore, bitte Expidamus, bitte Expidamus, bitte, 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 bitte. Ja! Oh, ich liebe Dragonier. Ich liebe es. Drachenwut macht es jetzt, glaube ich, nicht komplett down, oder? Nein. Oha, wie viel KP hat das wie denn? Ist ja böse, du. Und wieder paralysiert. Bitte, Expidermis. Ja! Ich liebe Expidermis und Dragonier auch. Und, ja, Dragonier wird von Seiya getroffen. Oh, 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 scheiße, Alter. Scheiße, das viel abgezogen jetzt. Das war nicht gut. Aber Owei ist besiegt. Sehr schön. So, jetzt kommt Gyarados. War mir klar. Da holen wir natürlich wieder Raichu rein. Was sollen wir sonst anderes machen? Oh Mann. Raichu gefällt mir immer mehr. Muss ich sagen. Obwohl Pikachu eigentlich cooler ist. Kugelblitz und so, aber... Raichu ist... Klotz. Raichu ist fett. Und Raichu kann Donnerblitz, was Gyarados ausnocken wird. Gut, kann Pikachu auch. Pichu auch, wenn es sein muss. Aber trotzdem ist Gyarados down. Guck nicht so dumm. So. Shocks erreicht Level 43, sehr nice, sehr nice. Und jetzt hat er noch seinen Glurak, was wir auch mit Shocks fertig machen werden. Level 53. Nicht schlecht. Flamethrower. Das kann böse enden, das kann böse enden und es ist böse geendet. Chop Suey, du musst ran. Du musst einfach ran. Weiß diesen möchtegern Dino in seine Schranken. Und es war mir so klar. Es war mir einfach so klar, dass das Vieh überleben muss. Aber Chop Suey lässt sich auch nicht unterkriegen. Chop Suey überlebt natürlich jede Attacke von Glurak. Mit spielender Leichtigkeit. Und yeah, Glurak down. Und Punk, es tut mir leid, aber I kicked your ass. Naja, Aufwärmtraining für die Pokémon-Liga. Okay. Wenn du das sagst. Und da ich jetzt zu faul bin, um ins Pokémon Center zu rennen, wird Raichu jetzt einfach mit dem Beleber belebt. Super Tränke haben wir auch noch. Und ja, wenn ich dann bei der Pokémon Liga angekommen bin, werde ich erstmal schön Hypertränke, Top Genesung und sowas kaufen.
Es wäre geil, wenn man auch Top-Beleber kaufen könnte. Da würde ich sogar knapp 5000 Poké-Dollar pro Beleber ausgeben. Das wäre es mir wert. So. Chopsui noch heilen. Ich meine, ist ja nicht das Problem, dass wir wenig Tränke hätten. So. Auf geht's. Ach ja, welch epischer Weg. So kurz und doch so lang. Oh, du trägst den Felsorden. Du darfst weitergehen. Dann darfst du weitergehen. Scheiße. Sollte aufhören vorzulesen. Ja, ich hab den Quellorden. Lass mich durch. Ja, ich hab auch den Donnerorden. Meine Fresse, sonst wäre ich doch gar nicht hier. Und ich habe auch den Farborden. Oh Mann, geht einem doch auf die Nüsse. Jetzt sind wir noch surfen. Super. Klasse. Mega klasse. Ja, den Sumpforden haben wir auch. Ah, den Seelenorden will er zuerst. Okay, das zeigt mir irgendwie, dass man eigentlich erst Koga besiegen soll und dann Sabrina, obwohl ich es immer anders mache. So, Sumpforden haben wir auch. Ja, klar. Oh, da muss jetzt noch ein wildes Pokémon kommen, ne? War ja klar. Was fällt dir ein? Was fällt dir einfach ein? Piss dich. So. Ja, Vulkanorden habe ich. Laber mich doch nicht so zu, Mann. Wo geht's denn hier hin? Okay, nirgends. Hier haben wir nochmal Gras und... Ich wusste es. Ich wusste es einfach. Top Genesung. Ja, Erdorden habe ich auch. Lass mich durch. Auf hinein. Habe ich Stärke dabei? Nein, ich habe Stärke nicht dabei. Scheiße. Diese ganze Höhle basiert auf Stärke. Scheiße. Okay, da muss ich jetzt umdisponieren. Stärke. Mal schauen, was machen wir bei Bisaflor denn weg für Stärke? Was könnten wir wegmachen? Die Egelsamen sind auf jeden Fall gut, aber... Scheiße. Angriff mit dickem Ast. Oh Gott, das kann man jetzt auch falsch verstehen. Ich scheiße auf Fauna-Statue, ist jetzt egal. Auch wenn der Move ziemlich hart ist. Man muss sich danach aufladen, das ist wie ein Hyperstrahl. Deswegen gefällt es mir nicht. Also habe ich jetzt keinen Bock hier so lange rumzumachen. Ich habe vergessen Topschutz zu machen. So. Aber ich wette, irgendein Pokémon kommt gleich. Was stärker sein wird. Bisaflor. Setz Stärke ein. So. Schieb die Felsen vor. Hey ho. Wir sind sie und Zwerge und doch allein. Was singe ich schon wieder für ein Scheiß? So, es kommt ein Onix. Level 43, war ja klar. Und nein! Raichu ist noch vorne. Es war ein Fehler. Pikachu kann hier überhaupt nichts aus... Ich sag schon wieder Pikachu. Raichu kann schon gar nichts hier aus... Kann hier doch gar nichts machen. So. Sonst tauschen und nicht Stärke einsetzen. Das können wir doch schon. So. Ich glaub's gar nicht, was ich hier in der roten Edition, wie ich sie damals neu bekommen habe, abgekackt habe. Ich nicht gecheckt habe, wie man das rumschieben muss. Und oh, war mir klar. Ein Onix. Nein, ein Machop. Okay. Nicht schlecht. Aber wir können abhauen. So. Trainerin besiegen, Trainerin nicht besiegen. Ich lasse sie erstmal offen. Kann auch später für Offscreen-Training gut sein. Genau deswegen lasse ich auch so viele Trainer aus auf dem Weg von Fuchsania City Richtung Zinnoberinsel. Deswegen bin ich auf den anderen Weg gegangen. Damit ich noch ein paar Trainer zum Offscreen-Training dann habe. Vor allem mit Kampffahnder ist das eigentlich das Beste, was man machen kann. So. Ein 46er Onix. Schon erstaunlich, dass die wilden Pokémon in dieser Höhle hier höhere Level haben als meine Pokémon. Ja. Müde. So. Jetzt weiß ich nicht mehr, welches Item was war.
Machen wir einen Safe Stat und gucken nach. Sonderbonbon. Okay, und das andere ist, glaube ich, eine TM. Ja, Drachenklaue. Ich scheiß auf das Sonderbonbon. Drachenklaue kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Wenn ich einen Dragoran später habe. What the fuck? Hier kommt... Hä? Hier kommt Arbok? Tschüss, ist das böse. Das wusste ich gar nicht mehr. So, gegen dich kämpfe ich nicht. Ich guck mich nicht so an. Och, wilde Pokémon, regt mich doch nicht auf. Boah, mein Hals brennt ein bisschen. Warum? Ich hier so rumschreie wie ein Irrer wieder. Ja, Stärke, komm. Oh Mann, ich hasse es hier drin. So, warum gehe ich eigentlich... Hä? Fahrrad? Geht doch hier drin, oder? Ja, wusste ich doch. Fahrrad geht hier drin. Gut. Und trotzdem kommen wilde Pokémon. Wieder ein Arbok. Arschbock, Arbok, Kobra. Alarm für Kobra 11. Warum brennt mein Hals so, verdammt? Ich soll einen Schluck Kaffee nehmen. Ach, schön kalt und lecker. Nein, gegen dich kämpfe ich jetzt nicht. Gegen dich kann ich noch nicht kämpfen. will ich noch nicht kämpfen. So, Top-Schutz. Alles klar. Oh, du rennst nach oben. Das gefällt mir nicht. Gut. Oh, ein Rasaf. Rasaf ist was Geiles. Rasaf ist cool. Nein, ich kann nicht abhauen. Ich wusste es. Kreuzhieb. Shit. Rasaf, lass mich abhauen. Ja, Rasaf ist böse. Ja, welches Item habe ich denn auf Select? Verdammt nochmal. Ach, die Superangel habe ich auf Select. Das ist eine Scheiße. Muss ich gar nicht mehr, fuck. Ach, genau, wegen der Angeltour in der Safari-Zone, ja. Oh, wieder Onix. Geh mir nicht auf die Nüsse. So. Auf nach... Nein! Ein... Oh, Knogger. Das ist männlich. Überlebst du einen Gigasauger? Wenn ja, fange ich dich. So, zeig mal her. Du überlebst. Cool. Du füllst meine KP vollständig auf. Oh, Knochen mehr Rang. Oh, shit. Das Vieh ist mies. Du bist böse. Ich glaube, du trägst einen Kampfknochen. So, Safe Starten. Und mit Speed fangen. Wow. Speed war voll unnötig jetzt. Aber gut. So, Knogger. Auch noch gefangen. Schick. Schick. Schick your booty. Ja gut. Ich würde mal sagen, an der Stelle beenden wir den Part. Im nächsten Part sehen wir uns live hier in der Siegestraße wieder. Haut rein, Leute.